Ah, ja. Hey Leute und willkommen zurück zu Altes Live. Und wir, da Cavalla jetzt gerade angegriffen wird, fahren wir hier einfach mal ein bisschen rum, gerade auf dem Airfield, einfach mal um die Limousine auszufahren. Davon haben wir übrigens jetzt jeder eine, weil wir ja reich sind. Und, oh Scheiße! Ich würde da hinten halten und... Selbe Torben. Fuck, ich muss auch bremsen. Was passiert? Da ist so eine kleine Lampe, ne? Du kannst über jede der Lampen drüber fahren. Außer über diese gelben. So, komm Flo. Ich hätte nicht... ein Wettrennen. Ja, warte, ich komme auch. Langsam, Flo. Ich hätte nicht... Aber Tobi, ohne Abdrängen, okay? Weil das kann schnell tödlich enden. Ja. Und danach wollen wir ganz einfach ein bisschen auf dem Highway rumcruisen und gucken, ob wir da jemanden finden, ja, den es genau, zusammen aufhört. Straße, mit den Hinterreifen an die Straße. Nee, ja. Okay. Ja, würde ich sagen. Okay, dann komm Flo. Wir machen jetzt Rennen. Tom, du darfst filmen. Ach so, ich fahr nebenbei, oder was? Ja, würde ich sagen, oder? Ja, Moment. Ja, okay. Ich muss mich eben noch... dass du uns hier noch beim Start so sehen kannst. Ja, warte. Hä, wieso? An die Straße oder auf die Straße? Moment, lass mal kurz. Tobi setzt dir am besten am Ende vom Feld einen Wegpunkt. Hä, wo seid ihr? Das ist echt gut. Schnell gehen. Ich würde sagen, die Ziellinie ist da. Siehst du diese... ach, ihr seid da hinten? Quasi, Flo? Ja. Ich würde sagen, das ist die Ziellinie, da ja. Locker genug Platz, um auszubrechen. Ja, weil ich hier, links, dass... rechts von dir. Ja, ja, ich weiß. Hey, Tobi, ja, ich starte Tobi, ich hier. Ich vermute, dass danach die gelben Lampen kommen, ne? Ja, ist egal. Das sind 1,6 Kilometer. Ich starte hier. Okay. Drei, warte. Ich nee, Torben jetzt... sagt. Okay, Torben. 3, 2, 1, go! Fahrt ihr? Ja. Ich hab nur vergessen, Shift zu drücken. Scheiße, jetzt hat Tobi einen Vorsprung. Oh yeah. Ja, geh. Yeah. Okay, jetzt muss ich mich beeilen, weil ich würde ja... 250. Ja, ich will den ja auch noch ausfahren. Ich fahre jetzt einfach mal hinterher, so schnell 200, ich kann. 300. Hä, ich fahr, komm nicht 280, mehr. 290, 300. 230, bremsen. 314. Ich komm nicht über die... Nein, Tobi! Oh. Ist mein Wagen explodiert? Ja! Ja. Oh, nein! Tobi, deine Waffe liegt hier, beeil dich! Ja, sammel die auf! Ja, mach ich! Scheiße! Nee, der ist nicht explodiert! Hä? Ist der jetzt explodiert oder nicht? Nee. Ist egal, komm einfach wieder hier hin! Oh, Torben, sag doch, ob der explodiert ist oder ja, nicht! Ja, das sehe ich nicht genau, aber ich glaube nicht! Nein, der ist nicht explodiert, ist nur voll kaputt! Ja, kann einer versuchen, den zu reparieren. Ja, ich glaube, der ist explodiert, Flo, weil ich kann ihn nicht mehr aufmachen. Hast du mir den Schlüssel gegeben? Moment. Ich repariere mal. Keychain. Nee, ich habe die Schlüssel nicht. Ja, ich repariere den, Tom. Bring mir einen Toolkit mit, Tobi, ne? Bin was? Bring mir bitte ein Toolkit mit dafür. Tobi, ich hol dich ab, ne? Ja. Boah, du bist doch so ein... Alter, ich bin einfach voll nach links ausgebrochen, voll gegen so eine fette Scheiße. Ich hab's voll geschafft, gechillt zu lenken. Wo bist du? Hallo, ich kam nicht über die 200. Ja, aber wo? Ich kam nicht über 200, obwohl ich Shift gedrückt hab. Ja, ich bin 330, da ist der mega schwer zu steuern. Wir treffen uns am Outback Store. Ja, da laufe ich gerade hin. Okay. Hier ist ein Heli! Wo landet der? Hier ist ein dicker Heli, der ist gelandet. Ja, dann raub ihn aus. Das ist aber ein... Bullenheli? Ja, ein Bullenheli. Okay, dann nicht. Dann komm zu mir. Ist eventuell besser. Hallo. Bullenheli ist. Ach so, okay, alles in Ordnung. Entschuldigung, ich habe mich verfahren. Was passiert? Oh, ich habe noch eine Kette. Der hat mich weggeschickt. Oh Mann. Wo ist denn der? Der ist am Polizeihauptquartier. Komm, es war einfach geil, die Aktion. Ich fand die Aktion einfach richtig cool. Ja, aber ich kam nicht über 200 hinaus. Ja, da war voll scheiße von dir. Ja, am Anfang habe ich Shift vergessen, da hast du... Hier ist ein Jet gelandet! Ohohoho. Jetzt ernst? Ich bin fast im Jet reingefahren. Ach, ich habe was vergessen. Ah, Tobi, kannst du mir vielleicht 2 Toolkits mitbringen? Ja, kannst du? Nein.
Danke. Ist mein Wagen jetzt explodiert, also kann man den reparieren? Ja, ich hab den schon repariert. Oh, gut. Torben, holst du mich dann ab? Aber ja, bring mir bitte zwei. Ich bin auf Weg zum General Store, Torben, ne? Ja. Also ich mal beim Outback Store. Tobi, bringst du mir zwei mit? Ja, okay. ich hol für mich jetzt. Aber ja, ich bring vier mit. Ja, ja, dir kann ich eins geben wahrscheinlich. Eins. Ja, ich muss ja meine Waffe in den Rucksack stecken auch. Ja, ich nehm immer nur zwei mit. Ja, ich drei. Ja, Leute, danach lasst es mal was schaffen, okay, weil wir... Ja, wo seid ihr denn? Also, hey, wir haben, hallo, wir sind Millionär geworden. Ja, aber ich meine, wir haben noch nichts Spannendes gemacht. Ja, doch, du hättest das aufnehmen müssen. Schön. Ja, es war nicht spannend. Hä, warum? Hallo, wir wurden beschossen? Hä, ja, super. Direkt vor uns wir wurden eine Sekunde beschossen, das war eher lustig als spannend. Ja, ist doch auch lustig. Ja, ist auch. Jetzt ist beinahe noch getötet, Alter. Hier ist die Limousine! Ja. Oh. Medikits. Entschuldige. We do not have enough money. Mama. Fuck. Tom, wo bist denn du? Pass auf, da kommt ein blauer Hashtag. Ey, meine Limousine wird impounded. Nein. Hä, hey, jetzt ist... Schnell, der soll aufhören. Jetzt ist sie doch in der Garage. Chill doch mal. Nein, ist sie ja nicht, oder? Doch. Ja, das kostet aber wieder 20.000. Ja, 20. Zu spät. Da steht doch has impounded, Tobi. Hat beschlagnahmt. Ah, jetzt hat er. Mein Wagen ist schon wieder kaputt. Oh Mann, Flo, kannst du einmal... Tobi, ja, wo bist du? Wie war dann noch, ich kann nicht fahren. Wo bist du, Tobi? Da bist du das? Oh ne, hier rennt noch einer. Ich bin wieder so, ich sehe wieder... Der so startet gerade ein Heli und ich höre ein Jet. Ja, das Jet... Den. Da, ja, genau. Boah, ich sag den? Immer, das Jet, warum sagst du... Wir treffen uns beim General Store. Oh, da fahr ich gerade weg. Ich bin beim ATM. Ich bin beim General Store. Leute, jetzt haben wir uns genau verpasst. Ja. Ich steck mal die Waffe ein. Wo ist meine Waffe? Wer hat die? Ich. Hier sind zwei Offroader. Ja, ich weiß. Lass die mal verfolgen gleich, würde ich sagen. Ey, Torben, kannst ja. du mit einem Toolkit für mich holen? Ich hab keinen Platz mehr. So, fuck. Ich hab für dich eins. Hast du wieder repariert dein... Nein, ich hab ja kein Toolkit mehr. Ja, das ist schlecht, weil wir jetzt Offroader fahren. Ja, weil ich für dich ja eins aufbrauchen musste. Ja, da war jetzt im Nachhinein dumm. Nein. Ja, kann ich ja nichts für. Okay. Du meintest... Toll, bist du das? Ja. Ja. Hier. Plus Muni bitte. 6 Magazine. Ich habe keine Muni von dir, die lacht da nicht. Wir müssen nochmal zum Waffenladen. Arschloch. Ja, was soll ich machen? Lol, da ist der Jet. Komm rein. Startet der? Schließ ab. Ah ja. Kann wohin ich. Zum Waffenladen? Nee, erstmal Garage. Hey, da startet, so, ja, glaube ich, Jet. Was machst du da? Ja. Links, Jet, links, links. Ja, Flo. Ich wär fast vor dir, vor den Jet gefahren. Vor das Jet, na Tom. Vor das Jet, Junge. Und das ist der ist gelandet und ich wäre da fast vorgefahren. Ach, ja, fuck. Ich habe mir irgendwie angewöhnt, immer das zu sagen bei Jet. So. Okay, danke. Kauf dir mal wieder unsere Sachen, Tom. Das sieht scheiße aus, was du an hast. Ja, gut. Ey, bleibst du mal stehen? Ja, ich stehe doch. Achso, bei mir war es dann leck. Geh weg. Ich kaufe mir dann eben die Sachen. Könnt ihr dann zum Flughafen kommen? Ja. Ja, danke. So, Waffe erstmal wegstecken. Viel zu schnell. So. Dahin sind die Offroader, die sind jetzt aber weg. Ja. Oh, Flo, ey, du bist schuld. Ihr beide seid schuld. Das war Floris Idee, dass wir trennen. Nein, das war meine Idee. Nein, das war meine. Das war seine. Das war meine. Ja, sag ich ja. Boah, ich war schon wieder so schnell. Ich bin so behindert und ich kann nicht mit dem Teil umgehen. Warum fahre ich so schnell? Ah, der eignet sich perfekt zum Ausrauben, ne? Ja. So, Flo. Wo bist denn du? Ich bin in dieser Kurve, weißt du, wo? Ja, ich bin in dieser Kurve, ja, natürlich weiß ich. Nee, wo. Wenn du beim Hauptgebäude bist, rechts, wo in dieser Kurve, wo die normale Straße ist, zum Heli in die Richtung, zum Garage. Ist das Hauptgebäude vorbei oder rechts? Rechts. Danke.
Das war schon mal eine sehr wichtige Info. Alter, wie schnell der beschleunigt, ey, das ist so krass. Es ist viel zu... Torben, treffen wir uns hier beim Waffenladen. Wo bist du denn? Ja, ich komme, ich bin rechts. Ach, ich dachte, du wärst schon da. Nein, jetzt bin ich da. Oh ja, ich hab dich gesehen. Ja, wo bist denn du? Ja, hier rechts, rechts, rechts. Nee, hinter dir. Hier, siehst du mich? Ja, jetzt einfach geradeaus. Alter. Wie lange der Bremsen? Nee, stopp! Bremsen? Stopp, zurück! Oh, ey. Junge, ich helf dir gleich nicht mehr. Ja, ich... Wo? Guck mal, siehst du mich hier jetzt nach rechts, diese Straße, mein Ding? Oh, scheiße! Ach, da... Wie bist denn du da hingekommen? Ich bin ja einfach lang gefahren und war zu schnell. Ach, aber du hast immer den Zaun aufgeräumt. Ja. Bleib stehen, sonst schieße ich dich ab. Ich will dich nicht heilen. Ich hab schon so... Alter, was rennst du gegen den Zaun? Ach, das ist echt ein Scherz, ist das doch. So, hörst du mal auf, in meinen Rucksack zu gucken. Hey, scheiß Bordsteine. So. Wegen der Waffe. Danke. Bitte. So, meine Waffe ist jetzt sicher verstaut. Wo denn? Fährst du eigentlich hin? Waffenladen, da treffen wir uns. Tobi, wo ist deine Waffe sicher verstaut? Ja, im Rucksack. Ich hab sie. Nee, ich fahr jetzt schon mal vor, weil ich mir was kaufen muss. Wartet ihr auf mich am Waffenladen? Ja, wenn ich sag, wir treffen uns da. Flo, ich muss auch gerade reparieren. Ah, okay. Weißt du, guck mal, ich sag, wir treffen uns da. Wartet ihr dann auf mich? Ich steh beim Waffenladen dann am Highway da. Oh, guck, steht da Einbahnstraße. Ups. Und guck schon mal, ob irgendwas vorbeifährt, was mit, interessant sein könnte. Ey, meinst du mit Highway diese Hauptstraße? Also ja, das nennt man ja in Amerika Highway. Nein, ja, das ist die Autobahn, Torben. Ja, genau. Hä? Das ist die Autobahn. Aber ich glaube, das hier kann man vergleichen mit einer Autobahn so ungefähr. Also für altes Life ist das jetzt eine Autobahn, ne? Ja, das ist aber ein Highway. Highway ist eine Autobahn. Ja, aber hier eine Landstraße. Ja, natürlich, aber das ein Highway ist auch, ja. Ich glaube, das hier ist eher eine Bundesstraße, sagen. Also so. Ja, aber guck mal, aber es heißt Highway hier bei Altes. Weil, guck mal, wenn du oben ist, dann ist auch Highway Patrol Ost und so was. Ja, weil das hier vergleichbar mit der Autobahn ist. Weil du siehst ja sonst keine andere Straße, die weil das ein Highway ist, ja. Highway ist Autobahn. Ja, genau. Deswegen weiß ich gar nicht, was du gerade willst. Ich dachte, es ist, weil es hier vergleichbar mit einer Autobahn ist. Ja, ich habe gesagt, es heißt Highway, aber dann... Ich habe auch keine Ahnung, aber ist egal. Ja. Merkt man. Flo, willst du gleich einen auf die Fresse? Ich komm hochgelaufen und gib dich. Ich hab Waffe, Alter. Da ist ein Offroader beim Terminal, soll ich mal vorbeifahren? Der stand doch da schon die ganze Zeit, vorher. Der rote? Ja. Okay. Ey, jetzt komme ich da hin, Torben sieht mich. Oh, Hase. Sag, ey, da ist ein Dingsbums. Boah, dieser Kackhase, ey, der rennt voll im Weg. Was für ein Hase. Wie nett ist das denn? Ich habe keinen Platz mehr. Ja, Kaninchen halt. Hat irgendwer Bar was dabei, im Bar was dabei? Nein. Was er leihen könnte. Warum? Ich brauche 4.500 für einen Waffengürtel. Flori, kannst du eben schnell vom ATM was mitbringen? Bei mir ruckelt es gerade extrem, Leute. Wir sehen uns gleich wieder, wenn das vorbei ist. Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Altes Live mit Tobi, dem kleinen Spacken, und Flori, dem kleinen Spacken, und mir, dem großen Spacken. Und ja, ihr seht schon, wir sind hier wieder in dem Offloader, weil der Server resettet wurde, aber jetzt gibt es auch viel mehr Plugins und sowas. Leider ist auch alles teurer geworden. Alter, wie krieg ich denn oben das Ding da weg hier? Ja, super, jetzt bin ich verwundet, schön. Und ja, jetzt hatte Tobi gerade die volle Spackenstrategie, die wir jetzt machen werden. Wir werden jetzt, jeder 10 Lockpicks. Wir werden jetzt nämlich am Copper Processing den Typen, der da aussteigt mit einem dicken Laster oder so, überfahren und damit Lockpicks den Wagen von dem klauen. Natürlich müssen wir dann noch so sagen, oh mein Gott, du hast gedesinkt und sowas. Ne? Ja, klar. Damit es nicht random Deathmatches. Nein, wir müssen direkt am Anfang sagen, Alter, du desingst richtig krass, also so direkt in Direct Communication. Ja klar, wir den überfahren oder was? Ja. Oh, guck mal, hier steht ein Offroader, den wir verkaufen können. Oh Mann, Alter, jetzt. LOL, da fährt er! Naja, ich glaube, wir machen eine Mülltour und kaufen uns dann am Waffenrad rüber. LOL, hier steht ein gelber Offroader. Ja. Ernst? Nein! Moment mal. Ich soll dich mitnehmen, wohin denn? Hä? Mich einfach ein kleines Stück weiter zu farmen. Du bist ja Kupfer, Wen? Kupferarbeiter, oder? Ja.
Ja, ich weiß, aber hä, warum? Wen? Wohin? Wo ist das denn? Am Pfirsichfeld oder was? Tom, nimm keinen mit. Außer der gibt dir dafür Geld. Ja, okay, dann kommen wir eben rein. Oh, Tom. Junge, ich bin ein netter Spieler. Warum? Wen nimmst du denn mit? Oder so einen kleinen Spacken, der will zu seinem Auto, der hat sich Reparatur-Toolkits gekauft. Ach, wahrscheinlich der mit dem Geld. Selber Wagen. Dann hättest du eventuell ein bisschen Geld. Boah, ich kann ihr leider nicht helfen, weil dieser Wagen war mit gerade die übelsten Dietings. Finde ich auch voll den Film. Diese arme Geschichte bei mir. Die Waffen werden da jetzt richtig teuer sein. Was ist denn das für ein Wagen? Ist ein Truck wie ihre halt Geld, der halt neben dem Baum. Ach so, ja, okay, da hinten glaube ich. Kaputt. Da hinten, ne? Ich sag ihnen, ja, genau, der da hinten, ne? Ja, okay. Ich sehe das leider jetzt, ja, okay, wir diesen uns bei mir dahin. Wenn der repariert ist, dann den Clown. Nein, Junge. So richtig assi, okay. Alter. Okay, bei mir stehen sie jetzt, dann können sie... Frag den mal, ob der dir zwei Toolkits abgibt, Torben. Okay, mach den mal, tschüss. Weil wir haben keine mehr, also... Ich hab zwei, ich kann dir eins geben. Ich hab aber zwei, du kannst ja mal fragen. Der hat aber selber nur eins gekauft, sich. Sicher? Ja, hat er mir direkt am Anfang gesagt. Ich hab mir gerade ein Toolkit gekauft. Ey, hier steht ein Laster. Ja, den müssen wir überfahren. Ja, guck doch mal, ist da einer drin? Das ist aber dieser Kleinlaster, ja, da ist einer. Seid ihr schon beim Copper-Prozessen oder was? Ja, dann bringt's ja nicht, wenn da einer drin ist, Flo. Seid ihr schon beim Copper-Prozessen? Flo, weiter. Nein, noch nicht. Okay. Wenn einer drin ist, dann bringt das doch nichts. Willst du denn den raus? Alter, ich bin richtig weit weg. Wart ihr schon bei dem Checkpoint? Ja, wir sind da jetzt gerade in der komischen Kurve. Alter, ich bin noch richtig weit weg. Ich bin noch 2,9 Kilometer vom Kufer vorbei. Du bist so ein Spasti. Ja, ich musste ja noch aufnehmen. Unsere Spackenstrategie wird eh nicht funktionieren. Nein! Worum wetten wir? Oh Junge, wir werden wahrscheinlich noch gebannt oder so. Ja und, YOLO. Dann müssen wir zum neuen Server suchen, ne? Dann könnten wir auf diesen Messiro torben. Nein, der ist kacke. Doch, der ist auch cool. Nein, wir müssen dann mal nach dem anderen gucken. Auf welchem spielt Pete mit? Der ist auch nicht schlecht. Pete Meat? Pete Meat, ja. Ja, ich darf mir keinen Namen nennen. Hä, wie man da... Was? Keine Werbung hier. Boah, Junge, für Pete Meat machen... Okay, wir machen jetzt Werbung für Pete Meat, Leute. Kennt ihr Pete's Meat? Pete's Meat sind kleine Let's Player aus Deutschland. Pete Meat sind kleine Let's Player aus Deutschland. Die haben so 2 Abos im Club. Die haben so fast 2 Millionen Abos. Und ja, wenn ihr wollt, guckt doch mal bei denen vorbei. Oder bei uns. Ja, ihr guckt gerade bei uns. Flo ist einfach ein Spacken. Gar nicht. Also Flo passt perfekt zu dieser Spackenstrategie. Flo passt perfekt zu dieser Spackenstrategie. Also ich. Ha, Flo ist explodiert. Ich denke, die Spackenstrategie wird also doch funktionieren, weil Flo passt perfekt dazu. In unser Maskottchen. Ah, halt die Fresse, Junge. Ich will keine hören. Doch, ich will's hören. Flo, das stand. Ich bin gerade jetzt an dem Truck vorbeigekommen, jetzt bin ich in der scharfen Kurve. Ja, dann brauchen wir ein bisschen Geduld. Copper macht jeder jetzt. Doch, hier ist einer. Nee, das ist Flo. Komm her, komm her. Explodieren, ne? Ja, das wäre so geil. Du warst gerade voll dein Auto, bitte. Ist deiner schon irgendwo gelb? Was? Ist deiner schon irgendwo orange? Gut, meine auch nicht. Alter. Ach ja, ich fahr jetzt gerade in die Straße rein. Du musst mal hier gucken, Alter. Wir betteln uns und ich dräng Flo weiter zurück. Ah. Nein. Boah, Mann. Ich hätte jetzt voll Bock, Leute auszurauben mit Rebellensachen. Oder auch nur mit... Ja, komm, ich dräng ihn weg. Und vor allem Flo, der letzte Tag, den wir gemacht haben, war noch so produktiv und danach wurde einfach alles zurückgesetzt. Voll asozial. Feigling. Lol, wo bist du? Ich hab mich an dir vorbeigedrängt. Alter! What the fuck, Alter, da hast du mir ein richtig... Aber richtig angekriegt. Torben, du musst mal hier gucken, hinterm Copper-Processing. Hä, wo denn? Nein, mein Reifen! Yay, ich hab gewonnen, du bist kaputt, ich hab gewonnen!
Ah. Tobi, das gilt als Sieg. Ach, da seid ihr. Au. Steig jetzt nicht aus. Okay, Tobi, guck mal, wir müssen in unterschiedlichen Richtungen so warten und dann einfach von allen Seiten den überfahren. Nein, jetzt habe ich meinen Wagen kaputt gemacht. Dein was? Mein Wagen. Jetzt dein Ernst? Ja, hier ist orange, aber das... Also, oder das... Wer hat also, ich wäre ja dafür, dass wir jetzt eine Öltour oder so machen. Nein. Ohne Waffen bringt nichts zu... Hier steht... Ah, nee, das... Oh! Was ist passiert? LOL! Nein, ich hab 98 Gesundheit! Alter! Ich hab den Tag umgebracht! Wie konnte ich das mit zwei Leben nur verlieren? Alter! Ja, wenn er dich nicht voll erwischt, Alter, dann stirbt er. Der hat mich voll erwischt! Ich bin voll in den auch noch reingerannt! Ja. Ich war da so um die Ecke auf einmal, kommt mir ein Tor! Alter, voll der Scared-Moment. Ich musste mal ein bisschen... Alter, Leute! Ich dachte, wir wollten hier... Okay, wir sind die richtigen Spacken, ja. Leute, wenn ihr das als kein Roleplay empfindet, ja, dann weiß ich auch nicht mehr. Ah, ich hab einen Bug. Wenn ihr jetzt voll die ultimativen altes Live-Spieler seid und alle hasst, die kein Roleplay machen, dann dislike bitte diese Folge nicht. Öltour machen. Ich bin auch, ja Junge, die eine Öllizenz und alles. Die Strategie funktioniert ja, okay, aber nicht. Lass einfach gucken, wenn uns einer entgegenkommt, dann fahren wir dem nach. Ja. Und überfahren den. Egal ob es ein Offroad ist, weil der bringt 22.000. Nein, nur in der Garage, beim Dings bringt ja, nur die Hälfte. Ja, auch so viel beim Chop-Shop, oder? Da bringt ja eigentlich immer die Hälfte. Also... Ja, keine Ahnung, vielleicht haben die das jetzt... Um die 12.000... Alter, wie langsam... Nee, Quatsch, um die 18.000. Okay, jetzt kommt voll das krasse Überholmanöver. Torben. Na? Hey, Torben, nein! Mal zwei. LOL! Tobi! LOL! Du bist so ultimativ dumm, Alter! Tobi ist der größte Kackloop, den es gibt! Ah, schön, ey. Tobi, das war's wohl mit deinem Offroader. Alter, wie wir geflogen sind, ey. Ja, ich hab so den Traum durch die Segel gesehen und im nächsten Moment explodiert. Oh, das war so und ich hab einfach noch 87 Gesundheit und nur ein Reifen ist kaputt. Oh, das war so göttlich. Ich war schon mal vor nach Kavala, ne? Oh, Junge, geil, Tobi, geil. Ja, okay. Ja, ja. Ja, Moment, ich unterbreche eben die Aussage. So, Leute, da sind wir wieder. Okay. So, Leute, da sind wir wieder. Und Flori und ich machen jetzt eine Tour zusammen und Tobi wird einfach ausgegrenzt, weil er ein Spacken ist und unser Auto in die Luft, sein Auto in die Luft gehackt hat. War das überhaupt noch eine Aufnahme? Ja, Junge. Deswegen nenne ich die Folge erst recht Spackenstrategie. Spackentime. Ja. Irgendwie sowas. Oder einfach Tobi-Time. Ja, genau. Mach Spacken in Klammern Tobi-Time. Naja, mal gucken. Probier den jetzt zu knacken, den Wagen. Welchen? Kein Polizeiwagen. Den kann man nicht verkaufen. Nein, den kann man nicht verkaufen. Wie mache ich das denn? Den kann man nicht verkaufen. Das kann man gar nicht knacken. Doch, du musst dich an die Beifahrertür stellen oder an die Fahrer. Aber den kann man nicht verkaufen, Tobi. Das macht keinen aber Sinn. Aber der Tobi hat doch jetzt keinen Fun mehr und macht hier Scheiße. Obwohl, nee, ich klaue es hier wieder, hier steht. Ah nein, der Alter, der Kopf guckt gar nicht. Ja, aber Tobi, es bringt doch nichts. Den kannst du nicht verkaufen. Ich möchte damit rumfahren. Ja, GZ. Obwohl, dann können wir Leute anhalten. Und die dann überfahren und das Auto von denen klauen. Ich hab so Schiss, dass der mich hier entdeckt. Ja, dann wird's halt festgenommen und kommst ins Gefängnis. Du kannst heute eh nichts mehr machen. Komm
machen mit ihrem Naturlustig. Ja. Apfelschuhe? Bestimmt. War nicht meine Schuld, dass du in die Luft geflogen bist. Du wolltest mich überholen, hast mich gerammt und dann sind wir beide einfach voll abgehoben. Alter, ich bin gerade um die Kurve gefahren, der im Moment war so glücklich. Die haben eine Alarmsirene. Jetzt ernsthaft? Er wurde getasert. Jo. Ach Tobi, bist du ein kleiner Schwachsinn. Schreib mal, ich wollte Blumen pflücken. Und dann bin ich außerdem an ihr Auto gekommen. War das jetzt der Tobi oder was? Ja, also ich bin... Lol, ich glaube, der hat Rage quittet oder so. Ja gut, wollen wir noch irgendeine Tour machen? Flo? Wollen wir noch irgendeine Tour machen? LOL! Cybertron wird gebannt. Stark, Tobi. Ernst? Ja. Hat der gerade gesagt. Oh, Flo, beeil dich doch mal, Junge. Ja, warte doch. Ja, Junge, du blockierst ja alles. Ja. Oh. Alter Junge. Ich kann da nichts für. Ah, so geht es nicht, ne? Wie sie hier auf der Straße rumfahren mit ihren Reifen. Nee, ich bin da erst gerade. Ich bin erst gerade in dem Eingang angelegt. Ich wollte den jetzt reparieren, aber wollte aus dem Eingang. Wiederhol mich noch einmal, steigen Sie aus und reparieren Ihr Fahrzeug jetzt sofort. Ja, mach ich ja. Ich schmeiß erstmal meine scheiß Dietriche weg. Hey, ich hab kein Toolkit. Ich kann dir eins geben, ja. Ja, komm, mach schnell. Herr Officer, ich bräuchte mal kurz... Reparier mal bitte. Moment, jetzt wird das Fahrzeug hier sofort erstmal repariert, jawoll. Jetzt bleiben Sie mal locker. Also, ich und mein Freund kommen gerade von Kuhverhändler. Wenn Sie denken, damit ich locker bleiben muss, kann ich Ihnen gerne ein Ticket ausstellen, so wie Sie hier rumfahren. Kein Problem. Erstmal bin ich gar nicht rumgefahren. Außerdem ist mein Kollege gerade an dem... Halten Sie sich aus der Sache raus. Ganz einfach. Ich repariere ihm gerade das Fahrzeug. Mein Freund, der Remix. Wir sind gerade... Was ist denn falsch mit dem gelaufen? Ne? Ja, Remix halt. Ja, wir kommen gerade vom Kupfer. Also wir haben da Kupfer verkauft und dann steht einfach so ein Typ auf der Straße mit seinem Auto. Wir fahren dann natürlich normal lang und wir wollen nicht ausweichen. Direkt dahinter steht er. Also und dann hat er ihn aus Versehen überfahren. Und deswegen könnt ihr ihn kurz festziehen, also damit das wieder normal ist, weil er hat nichts gemacht. Ich schaue auf der Fahndungsliste nach für einen Moment. Ja. Mea culpa. Mea maxima culpa. Ich hab ihn überfahren. Alles klar, erledigt, der ist unten. Ja. Danke. Aufhören. Du musst aufhören. Okay. Flo? Ja. Du musst aufhören? Ja. Okay.